12. Oktober bis 29. Dezember. Eigenwillige Lichtführung im Film irritiert einige Fernsehzuschauer und führt zu Beschwerden. Bild sei zu dunkel. Super. Ich meine, es ist fast einer der ersten Negativfiguren gewesen, die ich spielen sollte. Und ich fand den von außen gesehen, fand ich den schon ganz schön heftig und hart und böse. Und dachte mir, ich weiß gar nicht, wie ich dann Einstieg kriegen soll oder wie ich diese Rolle gespielt habe, ob meine Brigitte mich überhaupt noch mag, dann, wenn ich so eine Figur spiele. Du Tarendieb, du Groschenjunge. Für mich bist du sowieso ein Verräter. Verräter bist du. Das bist. Nee, Reinhold. Jene kannst du mir glauben. Ich würde da nicht verraten. Verraten würde ich da nie. Hast du einen schwarzen Wald, der liegt so stumm. Furchtbar ruhig liegt ihr. Eure Oberfläche bewegt sich nicht, wenn es im Wald stürmt und die Kiefern ihr Biegen anfangen und die Spinnweben zwischen den Ästen zerreißen und das Splittern losgeht. Der Sturm dringt nicht zu euch herunter. Plötzlich habe ich über dieses Stottern eigentlich, weil ich auch selber früher gestottert habe, über das Stottern habe ich diese Verletzlichkeit und Empfindsamkeiten plötzlich gesehen in der Figur. Und dann auch mit dieser Verletzung eigentlich oder mit diesem Handicap versucht immer den Macker zu machen, stark zu sein, souverän zu sein, das überhaupt nicht ist. Und von da aus konnte ich plötzlich in diese Figur reingehen. Hat mir auch viel geholfen, so wie ich eigentlich auf den Rainer beobachtet habe. Wenn er in gewisser Weise ohne Mitleid so sieht, wie man in so einem Ameisenhaufen so rummacht und so guckt, was dann passiert. Und so war für mich dann der Reinhold eigentlich auch in seiner fast kindlichen Mitleidlosigkeit. Wie hast denn du eigentlich den Franz gesehen? Den Franz wie so ein Gutmensch, den man gar nicht aushält. Das stimmt nicht, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Der so verzeihend ist, der so alles auf sich nimmt, der so das einen wahnsinnig machen kann. Also in so einer Konstellation. Und ich fand's spannend vom Rainer eigentlich, dass er gesagt hat, das ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Das heißt, zwei verschiedenartigste Teile, die zusammengehören würden, dann wären sie eins, aber sie sind nicht zusammen, sie sind auseinander. Und sie versuchen zusammenzukommen und das klappt nicht. Hast du die Mieze erobern oder dem Franz wegnehmen wollen? Ich würde mal eher sagen wegnehmen, beides, erobern und wegnehmen, also Eifersucht. Eifersucht auf ein Gefühl, was der Reinhold in dieser Form noch nicht erlebt hatte, was er nicht kannte. Sondern die Frauen immer zu viel gewesen sind, sind immer auf den Geist gegangen. Weil er eigentlich das gesucht hat, was die beiden miteinander haben. Ich schäme mich. Das verstehe ich nicht. Weshalb schämst du dich denn? Deinetwegen. Meinetwegen? Wieso das denn? Weil ich dich liebe. Aber das ist doch Unsinn. Das ist doch ganz normal hier drin. Hier drin liebt man sich. Und draußen, da ist alles ganz anders. Da hat man es vergessen. Also sehr schwer fiel mir eine Szene. Der Reinhold kommt ins Gefängnis und verliebt sich in einen anderen Gefängnisinsassen. Und da hat er jetzt so eine Szene geschrieben, die stimmt, das ist richtig, das ist kein Drumherum. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hinkriege. Meinetwegen kann es hier drin für jeden normal sein. Und ich behaupte mal, er hat einen Streit provoziert. Das ist meine Version. Und während dieses Streits ist es so gewesen, dass, ich meine, du kennst die Geschichte besser und genauer, ich will sie jetzt verkürzen. Ein Wort ergibt das andere und ich schütte ein Bier und ihm träufelt so das von seinem Hut so runter. Am nächsten Tag kommt dieser Drehtag, dieser berühmte, und ich glaube morgens um 7 oder so, ich bin so in Kostümmaske und Rainer kommt nicht, weil er erkältet ist. Und dann haben mich also die Obersten von der Bavaria gesagt, also ich sollte mich entschuldigen.
Und dann saß Rainer mit Juliane Lorenz zusammen beim Frühstück. Sie taten, als ob sie die ganze Zeit darüber diskutiert hätten. Sie haben gesagt, Rainer, was ist denn, drehen wir jetzt die Szene oder nicht? Und dann sagt er, ja, nur wenn du dich entschuldigst. Dann sage ich, nicht entschuldigen. Ich sage, okay, dann drehen wir die Szene nicht. Also, dann drehen wir die Szene halt nicht. Gut, dann lassen wir es halt sein. Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Ich meine, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben jetzt schon einen halben Tag vergeigt für diese Szene. Also es war ein Wort. Ich habe dann gesagt, na gut, ich kann ja mal mit zum Atelier, aber ich meine, ob wir die Szene jetzt drehen oder nicht, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Und dann weiß ich, sind wir zum Drehort gefahren, ist er vorgerannt und hat geschrien, der Gottfried hat sich entschuldigt, aber das ist gar nicht wahr. Entschuldigt hat er sich. Ganzes Leben. So, und daraufhin konnten wir sozusagen anfangen zu drehen. Wir haben also in einem halben Tag diese Szene, für die ein ganzer Tag angesetzt war, hingekriegt. Nach dem Dreh hat mir dann der Rainer gestanden, dass er eine panische Angst vor der Szene hatte. Also er hat mindestens so Angst gehabt wie ich. Dann ist so eine Frage, bist du jetzt Schauspieler? Ich meine, wie weit stellst du jetzt menschliche Situationen dar? Wie weit springst du jetzt über deine persönliche Genanz oder deine persönliche, Genanz eigentlich? Wie weit kannst du das in dieser Rolle dann wirklich transportieren? Und ich wusste keine Alternative, als es wirklich nur so zu spielen. Die Bäume hören nicht auf zu singen. Es ist ein langes Predigen. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Ein jegliches hat sein Jahr, geboren werden und sterben, pflanzen und ausrotten, das gepflanzt ist. Ein jegliches hat seine Zeit. Würgen und heilen, brechen und bauen, suchen und verlieren, seine Zeit, behalten und wegwerfen, seine Zeit, zerreißen und zunähen, schweigen und reden. Ein jegliches hat seine Zeit. Dann merke ich, es gibt nichts Schöneres als fröhlich sein. Der hat sie nicht umgebracht, um sie umzubringen, sondern es ist eher wie in einem ekstatischen Liebesakt, wo ein kleiner Tod ist. Es ist ein wirklicher Tod. Ich sehe das immer wie so ein Kind, wenn man so als Kind so mal in der Fliege so ein Dings ausreißt und guckt, dass die dann so, jetzt ist sie aber nicht mehr so, jetzt fliegt sie nicht mehr so schön irgendwie. Das Faszinierende für mich war immer, er hat so intensiv geguckt, es war manchmal so empfinden wie eine Gedankenübertragung. Oder dass man es auf einer gleichen Welle schwingt, ohne dass man darüber, man sollte auch gar nicht darüber reden, weil es sonst zerredet würde.